So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei mir auf dem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute werden wir einen E-Scooter testen, aber nicht irgendeinen. Das ist der E-Flux-Scooter. Den habe ich schon mal getestet und der war richtig geil. Das ist einer der erfolgreichsten Videos bei mir auf dem Kanal. Und übrigens werden wir heute hier mit dem Chris das Ganze machen. Anfänger, noch nie E-Scooter gefahren. Ja. Das wird auf jeden Fall sehr gespannt. Spannend. Ich bin gespannt. Ich auch. Ja. Ich würde sagen, los geht's. Ab in die Garage, das Ding wartet schon auf uns. Let's go. Bis gleich. So. Ja, mal raus. Chrissy Nathan, bist du bereit? Ich weiß selber nicht, was das für ein Ding ist. Aber guckt bitte nicht in die Garage, Leute. Wir sind, wie gesagt, gerade am Renovieren. Und das Haus ist eine Katastrophe. Und auch die Garage sieht gerade nicht besser aus. Aber da ist das Ding. Chris ist geschleppt. E-Flux. Ich habe schon ein paar Dinge davon getestet. Und die sind einfach hammermäßig. Diesmal mit Straßenzulassung. Da bin ich gespannt. Oh, da steht der Name davon. RS 45 Dual Street. Und es scheiße richtig stürmisch. Wir müssen uns beeilen, denn um 1 Uhr geht der Sturm hier los. Einmal die Sattelstange und den Sattel dazu mit Katzenauge. Das muss dann auf jeden Fall so hier dann noch verschraubt werden. Und dann haben wir schon mal den Sattel fertig. Ich weiß gar nicht, könnt ihr uns hören? Ich habe eigentlich einen Windschutz hier drauf, aber es wird echt übel heute. Ach, kann man den Roller vielleicht irgendwie klappen? Ja, hier kommt auf jeden Fall das, ja, das ist zum Kleid, genau. Das ist zum Sitz. Kriegst du einen, dann kannst du den Roller einklappen. Den Sattel, ja, genau. Du kannst vielleicht den Sattel einklappen, dass du nicht den Sattel benutzen kannst, als zum ganze Zeit zum Fahren. Weißt du, wie ich meine? Ja. Meinst du, es ist windig, das Ding fliegt? Oh, das sieht ja voll nice aus. Oh, das sieht schon mal geil aus. Also schwarz-rot ist schon mal genau mein Look. Oh, wiegt eine Tonne. Ah, fuck. Sieht sehr professionell aus. Ich glaube, ich bin irgendwas stecken. Genau, das ist die Nummer. Haben wir schon ein Kennzeichen, Gott sei Dank. Können wir gleich loslegen. Oh, Leute. Das hier. Guckt euch mal diese roten Bremsscheiben an. Hammermäßig. Reifen mega. Oh mein Gott. Und guck mal, wie klein das ist. Ne? Das kannst du dir so easy in deinen Kofferraum reinstecken. Ne? Das stimmt. Auf jeden Fall. In jeden Kofferraum kannst du mitnehmen und kannst überall so einen Roller, wie ich hier habe, damit kannst du halt nirgendwo. Ne? Genau, und das ist auch wirklich nicht so schwer. Das sah jetzt so schwer aus, aber es ist wirklich nicht schwer. Hey. Der Sturm zieht auf. Bam. Eben war das ja nicht so schlimm. Ne? Nee. Gott sei Dank haben wir Nico jetzt hier als Kamera. Wie gesagt, ich nehme mal so einen Anfänger. Bist du Rolleranfänger? Du bist ja schon Motorrad gefahren, alles, oder? Motorradführerschein, ja. Ne? Motorrad, ja. Das heißt, du hast Erfahrung damit. Keine easy. Ja. Aber ich brauche immer neue Leute, weil es ist ja Strom. Viele Leute sind nicht gewohnt, mit Strom zu fahren. Das ist immer noch ein anderes Gefühl. Ja. Und ich mag immer so Anfänger. Das ist immer witzig, deren Gefühl zu sagen. Das wird lustig. Weil das Ding ist, hat 100% richtig Power. Es fährt 45 km/h. Und da bin ich mal gespannt. Haben wir noch irgendwelche technischen Daten hier irgendwo? Was musst du gerade machen? Ich mache jetzt erstmal den Sattel hier fest. Sagen euch auch gleich, wie lange es ungefähr dauern wird, das Ganze aufzubauen. Aber es sollte eigentlich nicht lange dauern. So, was steht hier? Aufgrund der Höchstgeschwindigkeit von ca. 45 km/h dürfen Evo King 45 und 45 Pro nur mit Helm gefahren werden. Oh. Gut zu wissen. Ja, am besten immer mit Helm fahren. Ja. Definitiv. Seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das ist halt, was steht hier? Personen ab 16 Jahren mit Moped oder PKW-Führerschein dürfen das fahren. Ab 16 Jahren also, okay. Sehr schön, dann packen wir das Ding weiter auf. Wir schrauben wie die Wilden. Wir müssen so irgendwie die Zeit merken, damit wir ungefähr wissen, wie lange man braucht mit zwei erwachsenen Männern. Keine Ahnung, keine Ahnung. Schrauben. Genau. Wenn man schätzen, so 15 Minuten braucht ihr auf jeden Fall. Und wenn ihr gar keine Erfahrung habt, eine halbe Stunde. Und hier ist irgendwo, ah, verdammt, voll gegen den Finger, es ist so kalt. Ah, wir müssen gerade alle Jacke anziehen, es ist so kalt. Aber es macht erstmal schon mal einen fetten Eindruck. Ja, oder? Ich finde, es sieht richtig nice aus. Mit was würdest du leer fahren? Mit so einem oder mit so einem? Weil ich glaube, das ist jetzt doch... Da kannst du, glaube ich, locker zu zweit noch draufstellen. Das ist verboten. Das ist niemals. Kannst du hier zu zweit drauf fahren. So, hier sind zwei Connections. Einmal blau-blau, würde ich mal sagen. Ne? So, noch richtig finn das Löchchen. Das Loch. So einmal. Und ich glaube, hier ist noch irgendeine andere Connection. Ja, hier. Da ist sie. Hier ist rot. Genau gleich. Also man kann eigentlich nichts falsch machen. Außerdem würde es gar nicht reinpassen, sehe ich gerade. Zack. Okay, das sind die einzige Verbindung, die man hatte. Hier ist noch ein bisschen Kabelbinder. Das können wir auch entfernen hier. Genau, festgezogen mit 8,5 Newtonmeter. Display nach oben geklappt. Das ist einmal Schlüssel. Ständer. Das wird so eingesteckt. Und wir haben mal irgendwas falsch gemacht. So, das wird hier reingesteckt. Hier eingekeilt. Tag. Das ist einmal der Sitz. Aber irgendwie ist das, also soll glaube ich auch so sein. Und wenn ihr es einklappen wollt, könnt ihr es einfach so machen. Zack. Oder einmal drehen. Geh mal weg, du! Und dann kannst du es so einklappen, dass ihr dann ins Auto einsteigen könnt. Aber ihr könnt es auch einfach ganz normal rausholen. Zack. So. Wir müssen an den Akku dran und wir haben herausgefunden, dass hier Klettverschluss ist. Ah, guckt es an. Ihr könnt es einfach hochklappen. Richtig nice. Und hier haben wir einmal den Akku. Ein Lithium-Ion-Battery-Pack. Das ist ja ohne Ende Kabel. Kabelsalat hier. Hier drin sind bestimmt die Sicherungen. Genau, das müssen wir noch reinstecken. Einmal die Sicherung. Wie lange hast du gebraucht? Als Laie würde ich sagen, wir sind ja keine Laie, wir sind ja Profis. Würde ich sagen, Viertelstunde, 20 Minuten. Ne? Als Laie eine halbe Stunde zusammenbauen. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie sich das anfühlt, wenn man drauf sitzt. Fühlt sich wackelig an, der Sitz. Fühlt sich auf jeden Fall nicht so vertrauenswürdig an, würde ich sagen. Aber die Spiegel sind ja richtig fresh. Das ist einmal die Hupe. Hier sind drei Knöpfe.
hoch, runter und hier ist ein Knopf. Also ein paar Mal drauf zurück könnt ihr Trip, Trip B. Können wir nochmal. Voltanzahl 52 haben wir hier. Uhrzeit haben wir auch hier. 2 Kilometer wurde das Ding schon gefahren. So, Freunde, wir werden jetzt das Kennzeichenhalter und Kennzeichen anbringen und so lange guckt ihr euch ein Rollerporn. Viel Spaß, los geht's. Say goodbye. Leute, jetzt geht's los. Das Ding ist vorbereitet, Kennzeichen ist dran. Bist du ready? Du hast Führerschein? Ja. Schon mal Glück gehabt. Helm brauchst du? Kriegst du meinen Original Zootropolis e.V. Helm? Du kriegst meinen Original Chris TV. Dankeschön. Dankeschön, deine Original Chris TV Müsse. Jetzt ist es auf der Höhe. Aber erstmal setz dich mal hin und sag's mir, wie fühlt sich das für dich an? Alright, alright. Bist du schon mal so ein Ding gefahren? Nein, gar nicht. Nein, noch gar nicht. Siehst aber auf jeden Fall fresh aus. Tu mir nur einen Gefallen, fahr bitte nicht gegen irgendeine Scheiße. Die Versicherung wird immer teurer. Wie fühlt sich das an? Gut, Mann. Ja? Also ich bin von der Höhe her gut. Steht ja auch gut, ne, finde ich. Passt zu der Jacke. Man muss natürlich auch ein bisschen breitbeinig sitzen, dass die Maskulinität rüberkommt. Ah, Maskulinität, gut, gut, muss immer sein. Hier haben wir Kameran gebracht, 360 Grad, damit wir sehen, wenn er auf die Fresse fliegt. Aus allen Winkeln sehen, wie er auf die Fresse fliegt. Das ist das Wichtigste. Ich weiß nicht, was das sein soll. Machen wir mit eins. Meinst du mal, ja, genau, mach mal eins. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es die Geschwindigkeit ist oder wie stark es ist. Vielleicht ist eins 20 km/h und zwei 40 km/h. Oder ein Motor. Und bei dem anderen 2 Modus vor. So, ich würde sagen, bin bereit. Bist du bereit? Mach keine Scheiße, Digga. Das ist ich fahr jetzt Strom. Das hat Power. Hier runter. Fahr einmal. Oh Gott. Bruder. Oh Gott. Ey, nicht die Autos treffen. Ich mach erstmal einmal so ein Rolling-Ding hier. Du bist immer Motorrad gefahren, ja? Ja. Ich halte fest. Oh, ich fahr jetzt. Ich gebe Gas, warte. Ich gebe Gas, aber warte. Rausgefunden. Stufe 2 ist 31 km/h so ungefähr, 31 und Stufe 1 ist die Profistufe, da geht's richtig ab. Da bist du noch nicht 50 gefahren? Nee, ich hab mich nicht getraut. Ja, komm, dann fahren wir. Gleich sehe ich dich irgendwo in der Lenker hier fahren. Alter, aber hier, der geht's, Alter. Oh, Alter, nochmal. Schneller? Doch, ich habe jetzt immer Vollgas gemacht, aber ich glaube, es sind nur 45. Ja, 45 schafft das Ding, ja. Ja, das passt. Ich glaube, es sind nur 45. Also macht wirklich Spaß. Ja, man hat natürlich trotzdem ein bisschen Respekt. Warte, ja? Eine Sache haben wir nicht getestet. Ja? Und zwar ohne Sitz. 45 km/h ohne Sitz ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ohne Sitz. Das machen wir, weil das kannst du auch ohne Sitz fahren. Ja, mach dir mal einen ab und dann fahren wir ohne Sitz. Aber pass auf, ey. Und wie ist das? Zum Wir jetzt schnell. Und wie fühlt sich das an so? Im Stehen? Oh, ein im anderes Stehen. Feeling, ne? Ich bin zu groß. Du hast echt Angst, dass du hier beim Bremsen kannst ja den hier machen, ne? Wheelie. Oha. Okay, Marco. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Lass mich mal erstmal sitzen und dann stehen. Ich stell voll Schiss. Dass auch immer das Ding weggeht. Okay, ready. 3, 2, 1. Woo!
Also, man muss schon ganz ehrlich sagen, ne, wenn man da damit fährt oder mit damit fährt, man fühlt sich deutlich unsicherer ja, mit, oder? Ja. Es fühlt sich unsicherer an, aber der Nervenkitzel ist auf jeden Fall da. Der Nervenkitzel ist definitiv da. Und jetzt machen wir das mal im Stehen. Also ich muss schon sagen, ich habe jetzt schon Angst mit Sitz. Also es macht Angst. Jetzt kann ich verstehen, warum du... Ja, durch die Größe, wenn du stehst, wirklich der Lenker ist hier unten bei mir. Aber du kannst auch einen auf Harley. Dann siehst du nur nichts. Das geht wirklich, das macht Spaß. Ohne Witz, ne? Da bringst du hier noch zwei Dinge an. So Dinger, ja. Dann kannst du wirklich so fahren. Das Bremsen bei den kleinen Reifen. Also wenn es regnet, fahre ich auf keinen Fall an. Aber es macht richtig Laune. Es macht Spaß auf jeden Fall. Es macht richtig Laune. Es ist komplett anderes Gefühl. Das müssen wir echt noch fester machen hier. So, kommen wir mal zu unserem Fazit. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dem Ding zu fahren. So, es hat Spaß gemacht, oder? Spaß und? Angst. Ja, Angst. Ohne Sitz, Katastrophe. Ja. Liegt es am Alter, dass wir so viel Angst haben? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das macht einfach Angst. Ich glaube, man muss sich dran gewöhnen, weil das Ding ist ja und nicht so, wo du sagen würdest, beim Motorrad, weißt du, das ja, ist best. Genau, genau. Das, was unter den, das Ding wiegt halt gar ja, nichts. Kleine Reifen. Kleine Reifen, genau. Und wenn du im Stehen fährst, bei mir, bei meiner Größe, ist wirklich der Lenker ist hier irgendwo da unten. Ja. Und du hast Angst, wenn du bremst, dass du den hier machst. Genau, aber geil. Du kannst einpacken, kannst in deinen Autokofferraum mitnehmen. Ja, kannst super alles geil einklappen. Wie gesagt, ich fand's geil, halt Bremslicht, vorne richtig geiles Licht, ja. Nummernschildbeleuchtung, coole Sachen, geile Bremsen. Sieht halt futuristisch aus. Ist ja, auf jeden Fall besser wie so ein Roller, ja, ne? Kennst du ja schon. Aber 45 km/h, ohne Witz, kommt dir da drauf vor wie 60 oder ja, 70. Auf jeden Fall, definitiv. Also schneller will ich das damit auch nicht fahren. Nee, das reicht so. Ich habe auch mich gar nicht mehr getraut, auf das Tacho zu gucken. Ich habe so gesehen, okay, so auf 45, okay. Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, was ja, das Ding kostet. So auf jeden Fall über 1000 Euro, 1500, 1600, 1800. Ja, ich weiß nicht genau, müssen wir dann gucken. Den Link dazu findet ihr auf jeden Fall unter dem Video beschreiben. Klickt einfach mal drauf, wenn ihr euch für das Ding interessiert. Das Ding kann man ab 16 fahren, wenn ihr einen Rollerführerschein habt. Dann könnt ihr damit fahren. Aber nicht vergessen, immer einen Helm tragen. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Genau. Es steht in der Beschreibung, glaube ich, genau, dass auf die langsame Stufe bräuchte man keinen Helm. Aber wie gesagt, immer Helm. Immer Helm. Ne? Besser. Und die Frage ist auch noch, ich bin ja so ab und zu habe ich mich hingesetzt und habe so getan, als wäre es eine Harley. Die Frage ist, darf man das so fahren? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Aber ich glaube, es gibt kein Gesetz dazu, das mich verbietet, auf mein Roller zu sitzen. Wenn die Polizei einfach sagt, mach es nicht, dann musst du trotzdem hören. Ne? Ja, genau, das kann man nichts machen. So, vielen Dank, Chris, dass du dabei warst, Digi. Hat Spaß gemacht. Ja. So, Leute, auf diese Seite kommt zu weiteren lustigen Videos bei mir am Kanal. Und links und rechts, wenn ich das Social Media auf dich vertreten bin und direkt zu mir, wo ich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Das war zu schnell, ne? Aber wir können es noch schneller machen. Also, Leute, Spaß. Moment, let's go. Ciao. Tschüss.